Servus, Hans. Hallo. So. Nun haben wir ja alles gesehen, ne? Das stimmt. Zumindest der Marlon hat ja noch die anderen Gebäude hier angeschaut. Bin mal gespannt, was wir hier machen. Gut, der wollte sich um eine Location kümmern, glaube ich, oder? Der wollte irgendwie anrufen, dann, wenn er soweit ist, wenn er irgendwie was gefunden hat, wo man die Versteigerung machen kann. Ja. Dann hoffe ich mal, dass der sich nachher meldet. Ja, das hoffe ich auch. Gut, dann erstmal bis später. Muss man nach Ja. meinen Feldern kurz gucken. Ja, bis später. Ciao. Tschüss. So. Ups. Dann düsen wir mal los hier. Dumm. So, Leute. Uppala. Das war jetzt eine Woche ohne RP. Da ich einfach. Warte mal, ich könnte mal hier ein bisschen Musik machen. Och nee, jetzt habe ich mich wieder verklickt. Ja, Hans. Ja. Weiß auch nicht, was los ist. Irgendwie Motorsteuergerät Probleme oder so. Oh, das ist schlecht. Oh, kannst du mal ein bisschen schieben, dann stelle ich mich an den Rand. Gut. Gut, passt. Scheißdreck hier. Ruf doch den Wessex an. Ja, du bist doch Abschlepper, oder nicht? Ja, da war was. Wie kann ich denn einsteigen? Oder geht das gar nicht? Ich glaube hier nicht. Nee. Hm, Schande. Alles belegt, leider. Gut, naja, dann bis später. Ja, bis später. Aber, ja, dann rufe ich den Jürgen mal an. Doch, das. Ciao. Ciao. Drin haben die Box. Hallo. Hallo Jürgen. Du, mein Gemeinderatsfahrzeug ist liegen geblieben. Motorfehler. Ja. Kannst du den irgendwie abholen? Abschleppen kommen, ja. Oh, das wäre Wo gut. bist denn du? Beim Wasserturm. Ach, da oben. Ja. Ich leg dir die Schlüssel aufs rechte Hinterrad. Jo. Und dann guckst mal, was da los ist. Rechnung geht an die Stadt. So, Schlüssel liegt. Rechts Gut. hinten. Jo, rechts hinten. Okay. Gut, bis dann. Jo, ciao. Ciao. Da ist so ein Mist aber auch. Muss ich auch noch heimlaufen. Ja, aber warte mal, dann gucke ich mal gerade in die App. Was denn mein. Ah. Stimmt. Ja. Da war ja was. Ich habe ja letztes Mal einfach so, also in der letzten Session aus Dummheit mehr oder weniger. Hä? Moment. Den jetzt doch nicht drauf. Ah, doch hier. Wir hatten ja Karotten, glaube ich, angepflanzt, wenn ich das recht weiß. Genau, und da hatten wir ja ganz vergessen, dass hier der Händler noch nichts im Angebot hatte, was wir jetzt behoben haben. Also wir haben hier jetzt einen Terrados Holmer, mit dem können wir,
Ja, die Dings da, die Karotten ernten. Also wir haben da jetzt was im Angebot, oder der Hans-Peter hat was im Angebot. Das ist ja schon von Vorteil. Weil ich hatte ja da richtig, richtig Blödsinn gemacht. Ich habe was gekauft oder was angepflanzt, was ich überhaupt nicht hätte ernten können. Das war ungeschickt. So. Dum, 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 dum. Ich gehe mal gerade zum Hans-Peter. Vielleicht hat er ein Leihfahrzeug irgendwie was. Dann könnte der mir vielleicht da was ausleihen, dass ich ein bisschen schneller unterwegs bin. Irgendwie hat es, ich habe das Radio angemacht und dann war Feierabend. Ah, da ist er ja. Ein reger Betrieb hier. Hallo, Volker. Servus Hans, hast du irgendwie ein Leihfahrzeug, was ich nutzen kann? Da muss ich die ganze Zeit hier rumlatschen. Ja, fahren. Muss ich schauen? Komm mal mit. Jo, ich komm. Du kannst uns einfach meinen nehmen. Ja, stimmt. Welchen? Den roten oder den gelben? Kannst dir aussuchen. Das Gelbe ist halt schon Ja, teurer. ich nehm deinen roten. Jo, warte, ich gebe dir die. Jo, Schlüssel wäre nett. Hallo, Herr Neumann. Hallo. Sehr schön. Hallo, neuer Herr Hans-Peter. Neumann, haben Sie eine Lokalität gefunden für die Versteigerung? Ja, Wenn Sie schon da sind. Brauerei. An der Brauerei, okay. Na, Brauerei, Und die genau. Uhrzeit auch schon? Ja, 19:30. Okay, können Sie mir gerade mal noch sagen, oder Hans-Peter, auf was hatten wir die Pelletfabrik geschätzt? Die Pellefabrik muss im 30.000 Euro. Ja, da hat 30.000, gewonnen. auf die hätte ich, da habe ich nämlich so ein kleines Auge geworfen. Mal gucken, wer da noch mitbietet, ne? Oh, ich sehe gerade. Ich habe nämlich gerade die E-Mail offen von der Versteigerung. Da ist ein Revin-Site-Fehler drin. Fehler. Ein Revi-Fehler. Stehe auf dem Schlauch. Der hat auch ein Problem mit SCH. Ah. Das heißt nicht Kirschplantage, sondern Kirchplantage. Ach so. Ach, da. Das Riesenproblem. Ah ja, okay. 30.000. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Bräuchte ich fast noch einen Kredit? Ach, ein Zufall, wir sind beim Gemeinderat, hallo. Huch. Ja, aber wo? Ja, das kriegt doch dann gar keiner mit. Ja, eben. Ja. Kannst du eigentlich einen Kredit zuschreiben? Ja, aber dann fliege ich aus dem Gemeinderat, das will ich auch nicht. Komm, fliegst du nicht. Ja, aber wenn das einer spitz kriegt. Wir kriegst ein Wasser und dann wird alles wieder gut. Wir sind hier alleine, hier ist weit und breit keiner. Ja, dann müsste aber mir mal schnell einer 30.000 überweisen. Mach ich. Hab die Kontodaten. Moment. Aber ich sag's euch, das Geld habe ich auf der Straße gefunden. Klar. Ob da wer ist. Ich sehe niemand. Moment. Da ist niemand. Ja, das ist gut. Das Problem ist nur, bin ich so ein bisschen abhängig vom Sägewerk. Ja, ich denke, Harry wird den nehmen. Ja, als Förster wird sich das anbieten. Eben. Sonst würde das keinen Sinn machen.
So, hast du bald. Ich mach mal nebenbei hier den Wagen fertig, ne? Jo. Was hat denn der? Der muss umgelackiert werden. Das ist meiner. Meiner hat einen Motorschaden oder irgendwas mit der Elektrik. Hast du jetzt schon gemacht, Marlon? Was? Ja. Habe ich das Geld schon gefunden? Ja, du hast das Geld gefunden. Na, sehr schön. Okay, gut, also dann bis später. Hast du eine später. Uhrzeit gesagt gehabt? 19:30, ja. Okay, gut, dann bis später. Tschö. Bis später. Tschüss. Ciao. Beim Hans-Peter kann man ja nichts sagen, ne? Innerhalb von einer Sekunde alles lackiert. Na, der arbeitet halt richtig. Ja, ich bin. So. Gut. Alter, jetzt haben die mir. Aber ich wollte es eigentlich gar nicht. Jetzt haben die mir einfach mal so 30.000 zugeschanzt. Ja, wenn das rauskommt, dann bin ich meinen Job los. Waldfee. Zum Glück haben wir einen Geländewagen. So, ich muss nämlich mal ganz schnell gucken, was am Hof abgeht, was meine Schäfchen machen. Eigentlich müsste ich die anderen zwei auch irgendwie. Müsste ich denen auch irgendwie. Müssten die auch 30.000 zugeschanzt bekommen. Dass wir alle im gleichen Boot sitzen. Dass keiner irgendwas verraten kann. So. Oh, Mehrwerk steht noch hier. Warum die bei 80% sind, verstehe ich gar nicht. Vielleicht verändert sich das nicht. So, aber warte mal, ich wollte mal rüber gucken zum Fältchen. Ups, also. Gepflanzt ist es. Okay, der zweite braucht noch ein bisschen Dünger. Aber das muss noch ein bisschen warten. Was machen wir denn dann? Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Was machen wir denn heute noch? Hallo? Hallo? Ah, Jürgen. Und was sagt die? Auto fertig. Auto fertig, Auto gut. Ja, Auto gut, alles gut. Muss ich nochmal gucken. Kostet dich auch nichts, also die Stadt. Ja, das ist ja klar. War nur die Zündkerze. War aber komisch, sobald ich Ding angemacht habe, Radio ging das Teil los. Zündkerze war durchgeschmort unten. Okay. Wo hast du denn das Auto stehen? Steht auf dem Kundenparkplatz draußen bei der Werkstatt. Okay, weil ich habe gerade ein Auto vom Hans. Okay, dann komme ich mal rüber. Jo. Bis dann, tschö. Jo, ciao. Danke. Jo, kein Thema. Gut. Ah, warte.
warte mal, da fällt mir noch was ein. Ist das so? Ey, das Auto geht ab wie Schmitz' Katze. Keiner da. Nö. Mach mal sein Türchen zu, nicht, dass da noch irgendwas abhanden kommt und dann heißt, ich hab's geklaut. Lol, jetzt fährt er hier mit dem Ding vorbei, anstatt... Alter. Oh! Der muss auch mal fahren lernen. Wann hat der seinen Führerschein gewonnen? Fast überfahren worden hier. Muss ich noch das Ding holen, ey. Da fährt er leer, fährt er zurück zu seinem Ding, anstatt dass er mir das Auto mitbringt. Muss ich noch wieder einen Spaziergang machen. Meine Herren.